Hallo und herzlich willkommen zu diesem Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Heute geht es mal wieder um Neuland und um das, was diese jungen Leute im Internet so tun. Und was liegt da näher, als einen dieser jungen Leute zu fragen? Herzlich willkommen, Charles Barr. Schön, dass es klappt mit dem Gespräch. Du hast TubeConnect gegründet und dein aktuelles Projekt heißt Project Z. Genau. Erklär mir doch mal kurz, was machst du eigentlich? Also ich bin Charles, ich bin 17 Jahre alt. Ich habe vor 3 Jahren meine erste Firma gegründet, beziehungsweise mein erstes Projekt gestartet, weil wir gesehen haben, hey, ganz, ganz viele große Marken wollen Generation Z, also diese jungen Leute, erreichen, wissen aber gar nicht genau wie. Das heißt, eigentlich müssen sie aus der Zielgruppe sich ihre Insights und ihre Learnings und ihre kleinen Know-how-Stückchen so rausholen und dann dazu entscheiden, okay, was können wir als Marke für uns verwenden. Und wir haben halt gesehen, super viele Marken machen das halt nicht. Die überlegen sich einfach nur, hey, was schauen sich meine Kinder gerade an oder was denke ich denn ist sinnvoll. Und deswegen habe ich quasi in dem Bereich eine Marketingagentur gegründet, bis Ende letzten Jahres eben auch daran mitgearbeitet und mache jetzt mehr Unternehmensberatung, wenn man so sagen kann. Mhm. Also mehr Dinge, die nicht nur Werbung sind, sondern auch Produktion und kreativere Dinge und auch Sachen, die vielleicht einen Impact in unserer Gesellschaft haben. Okay. Und inwiefern lebst du dabei in der Welt dieser jungen Leute und inwiefern in der Erwachsenenwelt jetzt persönlich? Also ich glaube, in vielen Fällen bin ich einfach Übersetzer zwischen den Generationen. Das heißt, ich glaube, das große Talent, was wir bei Project Z haben, ist, dass wir vielleicht den Sprech von einem Erwachsenen haben, aber die Inhalte und die Impulse unserer Generation halt eben verkörpern können. Mhm. Und ich glaube, in einer Zeit, wo Leute wie irgendwie Greta Thunberg Einfluss auf unsere gesamte Gesellschaft haben und vielleicht auch in einer gewissen Weise vielleicht irgendwann den Friedensnobelpreis damit verliehen bekommen, haben wir die Möglichkeit, ganz, ganz neuen Einfluss zu nehmen. Und das macht die Generation Z aus, dass sie halt eben mitentscheiden und das verändern kann. Und ist, glaube ich, auch in einer gewissen Weise meine Aufgabe. Jetzt sagen natürlich, du hast es gerade angesprochen, im politischen Bereich, die Politiker sagen natürlich oft auch, hey, wir haben doch das Internet erfunden. Ja? Ich schreibe ja schon SMS und Mails seit vielen Jahren und ich hatte schon einen Twitter-Account, da warst du noch in den Windeln gelegen, so ungefähr. Stimmt natürlich nicht ganz. Was ist denn nun wirklich der wesentliche Unterschied zwischen dem, wie diese jungen Leute das Internet nutzen oder die sozialen Plattformen nutzen und dem, was vielleicht meine Generation oder die Ü35, kann man fast schon sagen, die nutzen? Also ich glaube, in vielen Fällen sind die jungen Leute, also die Generation Z, für mich so alle im Alter von 10 bis 22, 23, gar nicht mehr unbedingt Digital Natives, die sind für mich vor allem Social Natives. Meine Schwester, die konnte ein iPad bedienen, die ist jetzt 12, konnte vor 4, 5 Jahren ein iPad bedienen, bevor sie überhaupt lesen konnte. Mhm. Einfach weil sie diese intuitive Bedienung drin hatte, wusste, wie es funktioniert, hat es selbst ausprobiert. Und ich glaube, so haben wir als diese jungen Leute halt eben einen ganz anderen Bezug zu Social Media, weil wir damit aufgewachsen sind und nehmen das Internet als viel, viel natürlicheren Teil unseres Lebens wahr, als vielleicht jemand, der sich erst reinlesen muss, was eigentlich Augmented Reality ist und wie ich auf jeden Fall auf Snapchat irgendwie ein Video verschicken kann. Social Natives heißt, sagt ja auch was darüber aus, dass es nicht nur um die technische Seite geht oder um die Einsen und Nullen, sondern dass es eben in der heutigen Zeit, auch in den Plattformen, vielleicht auch in der Art, wie die Jungen im Gegensatz zu den Alten dieselben Plattformen nutzen, um das Soziale geht. Kannst du da noch mehr zu sagen, wie du das siehst? Also ich glaube, viele sehen Social Media als kritisches Kommunikationsmedium, weil Hate nicht in der Schule ein Ende hat oder Mobbing, sondern halt 24/7 stattfinden könnte. Ich glaube, dass aber immer die jungen Generationen von den Älteren für ihre Kommunikation kritisiert wurden. Mhm. Also sei es jetzt die Subkulturen, die es irgendwie in der Gen X oder Gen Y gab und jetzt eben auch bei den Teenagern heutzutage, weil, und ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied, die Generation Z kann die Medienlandschaft, aber auch die Kommunikation untereinander ganz, ganz anders mitgestalten. Plötzlich haben halt junge Leute genauso viel Einfluss wie eine große Tageszeitung. Mhm. Ich glaube aber auch fest daran, dass am Ende, und das muss man halt wirklich sagen, ein 14-jähriges Mädchen jetzt viel, viel mehr beste Freunde hat, als es vielleicht vor 5 Jahren noch der Fall war, weil es nicht auf die 20, 30 Leute beschränkt ist, die es vielleicht in der Schule kennengelernt hat, sondern die Menschen, die vielleicht sich für die gleichen Dinge interessieren. Das kann sein, dass sie sich für Nähen interessiert, kann sein, dass sie sich für Pokémon interessieren oder für Fußball oder wie auch immer. Mhm. Aber im Internet halt viel, viel mehr Leute mit den gleichen Interessen finden. Und ich glaube, das birgt viel, viel mehr Möglichkeiten als Risiken am Ende. Wo siehst du jetzt mal ganz altersmäßig betrachtet den Unterschied? Wo hören die Social Natives auf? Wo fangen die Digital Natives an? Also ich glaube, jeder, der sich einen TikTok-Account macht, auch wenn er vielleicht nicht unbedingt an TikTok interessiert,
interessiert ist, der ist für mich Social Native, weil er sich damit auseinandersetzt, was da passiert. Muss auch gar nicht aktiv nutzen. Ich habe in meinem Leben auch noch kein TikTok-Video produziert, aber trotzdem habe ich mich mit der Plattform auseinandergesetzt, weil es halt ein Thema ist, das meine Generation anspricht und interessiert in einer gewissen Weise. Und ich glaube, das ist halt extrem wichtig, sich halt mit neuen Plattformen und Technologien auseinanderzusetzen, auch wenn sie einen vielleicht persönlich gar nicht so ansprechen. Und man kann auch eine Generation gar nicht nur nach dem Alter definieren, sondern vor allem eben auch nach ihrem Mindset. Okay. Also ich kenne viele Leute, die vielleicht 35, 40 sind und trotzdem wissen, wie TikTok funktioniert und vielleicht den eigenen Kindern über die Schulter schauen, sich aktiv mal versuchen, hineinzuversetzen, was diese Generation begeistert. Und ich glaube, dann kann man gar nicht sagen, in einer Art von Schubladen denken, du bist jetzt alt, deswegen kannst du es nicht verstehen. Du hast vorhin Generation Z gesagt. Hilf mir nochmal, welche Generationen gibt es da alle und wie grenzt man die voneinander ab, weil du auch X, Y gesagt hast? Also die Generation Z, 10 bis 23. Alle darunter sind für mich die Generation Alpha. Das heißt, man fängt quasi wieder von vorne an. Es ist jetzt nicht wie Excel, wo es dann irgendwie AA dann gibt. Okay. Darüber kommen die Millennials. Wird auch oft verwechselt, Generation Z und Millennials. Ist ein Unterschied, sind für mich alle so ab Mitte 20 bis Anfang Mitte 30. Und alle darüber sind, glaube ich, für Jugendliche schon alt. Einfach weil sie halt vom Konsumverhalten und von den Interessen ganz, ganz anders aufgestellt sind. Sind quasi die Generation X, aber sind auch nicht alle. Also ich habe auch Leute bei mir im Team, die vielleicht alt sind und trotzdem alles verstehen, sich mit Trends auseinandersetzen, weil sie es halt wollen. Die meisten Kreativen auf den Plattformen sind ja, nein, nicht vielleicht die meisten, aber sehr viele, vor allem von den Erfolgreichen, sind ja doch deutlich älter als die zugucken. Ja, siehst du eine Altersgrenze, bis wann ein Creator glaubwürdig sein kann? Gute Frage. Ich glaube, das kommt sehr stark auf die Themen an. Also für mich sind die coolsten Influencer die Youngfluencer. Also Youngfluencer sind halt besonders die aus dem Alter ihrer Zielgruppe stammen. Das heißt, die dann mal sich im Urlaub filmen, eine Pizza in den Ofen schieben, ja, einfach zeigen, wie sie ihr Zimmer aufräumen. Also Dinge, die alltäglich sind. Für ältere Leute mögen die Sachen vielleicht belanglos klingen, aber oft sind die in so coolen Stories und Themen aufbereitet, dass es trotzdem ein tolles, tolles Video am Ende ergibt. Und ich glaube, für die Generation Z ist ein Influencer oder ein Youngfluencer mehr wie ein großer Bruder oder der beste Freund, der eine Empfehlung gibt und nicht wie die Weltstars, die mir jetzt einmal aus 1 Million Times auf eine Instagram-Story antworten. Was ja eine Rolle spielt, hast du es gerade gesagt, das sind eben welche, die aus der eigenen Altersgruppe kommen. Wenn die älter werden, das habe ich auch beim Oscar so erlebt, kommt ja auch so eine Phase, wo sich junge Leute eigentlich vor allem abgrenzen. Also voneinander, aber auch von der Erwachsenenwelt und eigentlich, also vor allem dann auch ab einem bestimmten Alter Jungs sehr harsch auch sein können mit Gleichaltrigen. Ja. Jugendkultur will sich ja auch abgrenzen, also auch von der Erwachsenenwelt. Du berätst jetzt die Erwachsenen, wie sie Datenzugang finden können. Ist es überhaupt in jedem Fall sinnvoll oder gewünscht oder wo würdest du sagen, gibt es da Grenzen? Ich habe mal in einem Interview gesagt, und da glaube ich immer noch dran, dass junge Leute, also Generation Z, nur noch auf Facebook unterwegs ist, um zu schauen, wann ihre Freunde oder ihre Eltern Geburtstag haben. Und ich glaube immer noch dran, dass Facebook jetzt den Alten gehört. Und genauso glaube ich aber dran, dass Instagram gerade im Wandel ist. Ich glaube, Instagram wird immer uncooler für junge Leute, weil es viel, viel mehr ein perfektes Bild vermittelt, als es ein vielleicht authentisches, glaubwürdiges, echtes Bild vermittelt. Aber dass es viele Netzwerke gibt, wo es einfach uncool wäre, wenn meine Mutter da plötzlich aktiv werden würde. Also ich habe, glaube ich, meine Instagram-Story auch von meiner Mama verborgen, einfach nur, weil sie vielleicht viele Dinge, die ich da poste, gar nicht so lustig oder unterhaltsam oder identifizierbar waren, wie es Leute in meinem Alter tun. Und wir versuchen ja nicht in dem Sinne, ältere Leute auf die Plattform der Teenager zu bringen, sondern versuchen halt Geschichten zu erzählen und Anknüpfungspunkte zu finden, wo Marken ihre Geschichten und ihre Ziele auf den Netzwerken erzählen können, wo junge Leute gerade unterwegs sind. Und das kann sein, dass dann plötzlich eine Fastfood-Kette, die vielleicht Massentierhaltung betreibt, sagt, hey, wir wollen was Nachhaltiges machen. Das kann sein, dass plötzlich ein klassischer Autokonzern, der irgendwie für diesen Skandal bekannt ist, anfängt, auf E-Mobilität zu setzen. Das können total verschiedene Themen sein. Aber es muss einfach diesen Connection-Point zwischen den Zielen, also in der Marketingwelt nennt man es ja KPIs der Marken, mit den Interessen der jungen Leute bündelt. Welches sind die größten Fehler, die du so kennst, die Marken oder Unternehmen machen auf den Social Media? Also ich glaube, ein großer Fehler ist halt,
auf Jugendsprache zu setzen. Mhm. Weil das haben sowohl die Sparkasse als auch Vodafone gemacht, diese Fong-Jugendsprache in ihre Werbeanzeigen integriert. Und ich kenne, glaube ich, also 10 von 10 Jugendlichen in unseren Befragungen haben sich die Köpfe zusammengeschlagen und gesagt, uff, das kann so nicht funktionieren, weil es einfach fremdschämend ist. Mhm. Und oft ist es so, dass das war dann eine Zeit lang cool, auf so ein Thema einzugehen. Also zum Beispiel Sixt schafft es ja sehr gut, tagesaktuell oft auf irgendwelche Themen einzugehen, die dann einem zum Schmunzeln bringen. Aber plötzlich geht das dann ein halbes Jahr lang durch die Freigabeschleifen von irgendwie Vodafone oder den Sparkassen, sehr traditionelle Unternehmen. Und dann ist es halt plötzlich nicht mehr cool, wenn es rauskommt und als Plakatanzeige erscheint. Und ich glaube, da muss man halt schauen, dass man auf die Trends setzt, die gerade erst groß werden oder halt schaut, okay, welche Themen können wir denn belegen? Irgendwie auf TikTok habe ich vor ein paar Monaten die Hashtag Mach die Robbe Challenge gesehen, die vielleicht ein bisschen sinnlos rüberkommt, aber eben darauf hinweist, dass die Robben vom Aussterben bedroht sind. Okay. Und halt Themen, die auch da nachhaltig, gut an einer gewissen Weise nachhaltig als Maßnahme, nachhaltig als Thema aufgefasst werden können. Sehr cool, vielen Dank. Ich sage jetzt nicht Lull. Aber zum Schluss vielleicht noch, du hast vorhin gesagt, Instagram siehst du auch schon wieder eher so am Absteigen. Was siehst du als Stern am Horizont aufkommen? Gibt es da irgendwie schon einen Tipp? Also ich finde TikTok nach wie vor sehr spannend, weil TikTok hat ein Bedürfnis erfüllt, was eigentlich nie da war. Mhm. Nämlich TikTok ist aus meiner Sicht erfolgreich geworden, weil Popmusik und Dance Themen sind, die 8- bis 12-jährige Mädels extrem begeistern. Mhm. Also dieses Thema Bewegung, Fun, Action, Musik ist da extrem gewünscht. Und tatsächlich gehört TikTok zu ByteDance. ByteDance ist das weltweit am besten bewerteste Startup, was die Valuation an Money angeht. Und da muss man sich halt mal vorstellen, okay, was die Chinesen da nicht auf die Beine gestellt haben. Mhm. Und ich glaube, TikTok hat in vielen Fällen Vine, wer Social Media aktiv nutzt, kennt das noch, übernommen. Also kurze, lustige Videos. Mhm. Und mittlerweile ist es keine Lip-Sync-App mehr. Es ist eine Möglichkeit, wie sich junge Leute ganz, ganz anders darstellen können. Und aus TikTok heraus sind auch viele neue Influencer und Creator, Influencer ist einfach ein doofes Wort, glaube ich, mittlerweile, entstanden, die halt auch sich da kreativ ausleben können, weil sie halt nur ihr Smartphone brauchen, um zu zeigen, was ihr kreatives Talent ist und nicht eine riesige Kameracrew. Weil du es gerade ansprichst, Influencer ist ein blödes Wort. Sind die Plattformen in erster Linie für dich kreative oder wirtschaftliche Plattformen? Kommt ein bisschen darauf an, aus welchem Blickwinkel man sie betrachtet. Das kann man ja bei Netflix genauso sagen. Netflix ist ganz klar eine Plattform für Kreative eigentlich, weil es viele, viele Geschichten erzählt und das jeden Tag neu. Mhm. Und ich finde es doof, dass wir alle die Serien so binge-watchen, immer 5 bis 10 Episoden hintereinander und dann halt nicht sehen, wie viel Arbeit eigentlich in der 45-Minuten-Folge am Ende steckt. Mhm. Also ich sehe es ja selber gerade, wir produzieren selber gerade eine Serie, wo ich halt auch sehe, so viel Aufwand, muss man schauen, ob da im Hintergrund alles passt, ob da das richtig steht, ob man da irgendwie leicht schwitzt und so weiter. Dinge, die gar nicht mehr so relevant sind, wenn man den Konsum von Medien, von jungen Leuten sich anschaut. Mhm. Auf der anderen Seite glaube ich aber trotzdem, dass man da in vielen Fällen auch drauf setzen muss, dass sowas stimmt und dass sowas auch einen Anspruch noch hat. Und ich glaube, da müssen wir einfach viel, viel mehr darauf achten, zu schauen, okay, was interessiert die Zielgruppe am Ende und wie können wir auch auf sowas eingehen, weil, ja, am Ende kommt es halt darauf an, darauf zu reagieren, was die jungen Leute anspricht. Vielen Dank, Charles Barr. Ja, ich hoffe, das war interessant. Und freue mich natürlich über Likes, Kommentieren und Abonnieren. Das sind die Währungen, in denen auf den Social Media bezahlt wird. Freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Euer Dieser Dad.